Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei Vampyr. Heute muss ich allerdings gestehen, diese Aufnahme wird nur 20 Minuten Folgen haben, weil es ist so heiß. Ich habe 10:30 morgens und ich habe jetzt schon wieder 30 Grad in der Bude. Und während dem Spielen, dank dieser hohen Grafik und hast nicht gesehen, wird sich der PC immens aufheizen. Ich werde 100 pro irgendwann um 3 Uhr nachmittags oder so werde ich wieder irgendwas mit 33, 34 Grad in der Bude haben. Ventilator steht hinten dran. Das Kabel von meinem Headset habe ich über den Seitenbildschirm gelegt, dass das nicht hier an meinem Körper klebt. Ich sitze gerade nur hier in Unterwäsche. Ich habe mehrere Liter Wasser neben mir stehen. Das wird so furchtbar, die Aufnahme, aber ich möchte halt einfach nicht, dass mal wieder eine Woche lang nichts kommt. Ich meine schon, alleine die Livestreams sind jetzt schon in der Sommerpause wegen dieser extremen Hitze. Und eigentlich wollte ich auch diese Woche nicht aufnehmen, weil mir einfach viel zu warm ist. Aber habe mir gedacht, komm, ey, das kannst du nicht machen. Und irgendwas musste bringen. Und ja, ich versuch's mal mit 20 Minuten Folgen und schau mal, wie das geht. Funktioniert das gut? Werde ich halt in 20 Minuten Folgen aufnehmen. Dann wäre das zwar etwas kürzer und vielleicht ein bisschen doofer, weil da auch viel geredet wird. Aber es ist dann besser, als würde dann gar nichts kommen. So, dann ein schnurzliches Willkommen zurück bei Vampyr. Und jetzt muss ich erstmal überlegen. Ja, wir haben in der letzten Folge gesehen, wie die gute, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, da hinten sich um jemanden gekümmert hat und sie wissen offenbar noch nicht direkt, dass wir das waren. Und ja, wir sind denen gefolgt. Wir haben sehr viel geredet in den letzten Folgen. Und ich bin gespannt, was uns diese Aufnahmesession erwartet. Ist ja nicht gerade einfach, leider. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Gut. Dann nicht. Das Spiel ist ja doch leider etwas schwerer als erwartet, auch wenn ich es auf leicht gestellt habe. Weil ich offensichtlich die Bürger nach einer Weile aussaugen muss, um viel EP zu kriegen zur Weiterentwicklung. Ist natürlich nicht so toll. Ich habe das ganze Spiel auf leicht gestellt. Ja, das ist im Grunde eigentlich hinfällig. Da hätte ich auch auf Kacken schwer stellen können. Hätte, glaube ich, ungefähr die gleiche Wirkung gehabt. Aber naja, was soll ich noch dazu sagen? Ich wurde gebeten, an dieser Stelle, liebe Grüße, Robert. Ich wurde gebeten, unter Umständen doch den positiven Weg zu spielen. Das heißt, keine Bürger aussaugen. Keine Bürger aussaugen, immer schön brav, immer schön lieb sein. Gut, okay, werde ich machen. Und im Übrigen danke für die Tipps, die du mir zwischendurch mal gegeben hast. Und dass überhaupt mal irgendjemand unter den Videos mal was geschrieben hat. Habe ich auch nicht oft. ich werde mein Bestes geben. Ich finde Clayton in dem Bereich, ja. Toll. Ich werde mein Bestes geben, um hier zu bestehen. Ach stimmt, mit dem hatten wir auch schon gelabert. Wer bist du? Ach nee, komm. Was willst du denn hier? Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me, since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed. The famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Ah, das ist gar nicht der Krankenwagenfahrer. Der sah im ersten Moment so aus. Entschuldigung. So. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire.
What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth? I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Mm-hmm. Yeah. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Okay, da haben wir alles. Persönliche Fragen. Da brauche ich die Hinweise. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Mm-hmm. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him. But it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Wow, der ist gar nicht dumm, der Gute, hä? So, haben wir was freigeschaltet noch? Nö. Gut, dann war's das hier schon wieder. Farewell. Hinter der Kirche, hat er gesagt. Kann ich denn dahinter? Ja. Sehr gut. Oh, ich höre schon wieder was schreien. Alter, wo kommen die denn her? Da drüben stand keiner. Und auf einmal stehen drei hinter mir, weißt du? So, Zigaretten und ein paar Trönchen. Da haben wir ein bisschen Obst und Gemüse. Finde Richard. Oh, ein wunderschöner Friedhof. Ist natürlich ganz geil, wenn man hier in der Grippeepidemie... Ach, sag bloß. Bist du das schon? Guten Abend, Sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town. My words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Ah, Treffer. Richard Nithercott, at your service. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic,
I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the Seeker of Truth has to go boldly where the weak dare not. What are your thoughts on the terrible situation in the city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Da hat er allerdings recht. Your life could be in danger in this part of town. But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Aha. Alles klar. Da kommt's raus. Tell me, Mr. Nethercott, why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But ah, will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Mm-hmm. Okay, das haben wir auch. Fertig. Gut. I'll leave you alone, sir. Gut, das haben wir auch. Oh. Absagebrief eines Verlages. Sehr geehrter Mr. Nethercott, vielen Dank für die Übersendung Ihres Gedichtbandes aus Lieder aus der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden, wie wir Ihnen schon nach Erhalt des ersten Exemplars mitteilen. Haben Sie angesichts der schrecklichen Zeiten, die unser Land durchlebt, bitte Verständnis dafür, dass es momentan völlig ausgeschlossen ist, ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen.
da sie sich noch immer weigern, den Titel zu ändern und ihr Werk vollständig oder gar nicht publiziert sehen wollen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sich Seisofend Publishing für letztere Optionen entschieden hat. Mit freundlichen Grüßen, A.G. Morris. Naja, ist halt ein bisschen makaber, ne? Ich meine, damals, als das mit dem 11. September war, kam auch dieser eine spezielle Film über das World Trade Center. Nicht über das World Trade Center. Kam ja dann später auch ein bestimmter Film nicht in die Kinos, wo auch irgendwie was mit dem World Trade Center passiert ist. Da wurde dieser Film auch abgesagt. Kam erst irgendwie Jahre später ins Kino oder sowas, nachdem da ein bisschen Gras drüber gewachsen war. Was ich vielleicht auch nicht ganz so blöd finde tatsächlich. Wer bist du denn? Good evening, Miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. Ach. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Tell me about Richard Nithercott. I understand he is quite fond of you, Camellia. Das ist die gute Frau, die nicht reden kann. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Das ist die gute Frau, die stumm ist. So, finde das Briefchen. Ach, das ist eigentlich hier in der Nähe. Ah, nee, das ist mal wieder ein Umkreis. Ah. Hm, was ist das? Ein kleiner Blumenstrauß. Ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung ist zwischen den Blumen versteckt. Ah. Sogar auf Spanisch. Oh. Ah, zu spät. Camellia, hier. Oh, wow. Das waren nur diese zwei. Aber die hat Level 5. Die hat Level 5. Nicht, dass ich sie aussaugen würde. Ich hatte ja versprochen, dass ich das komplett ohne versuchen werde, zumindest. Was ist das denn? Ach, Quarantäne, Influenza. Die steckt diese Gutscheine allesamt in diese Dinger rein. In die Blumentöpfe. Wow. Möchten Sie mehr wissen? Die Armee braucht sie. Haben wir denn hier noch was? Nee, hier ist nichts. Finde den Briefkasten. Der Briefkasten, der müsste eigentlich hier irgendwo ganz in der Nähe sein. Laut Karte. Ach, warte mal, da ist ja einer. Ah, da haben wir Darius Petrescos Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig. Ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das vom Krieg heimgesucht wird. Aber auch hier in England tobt ein Krieg. Ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen.
Deshalb schreibe ich euch heute. Ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich noch ein letztes Mal nützlich sein kann. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinen Enkeln einen Kuss von mir und vergesst nicht, dass euer Vater euch auch weit ab der kalten Heimat liebt. Euer euch ewig liebender Vater, Darius Petrescu. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Okay. Also nochmal versuchen. Ach, das war mal wieder dieses Ding, was leuchtet. Ist das hier? Nee. Na, wer bist du denn? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania, like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that.